Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Easy German mit Benjamin. Das Thema heute ist temporale Präpositionen und gehen plus Infinitiv. The second part is it's a very useful thing to know. It's not really like a big grammar topic, but it's just something. It also kind of exists in English, but this one is coming last today. We are focusing on temporal prepositions first. Wir haben hier vier temporale Präpositionen. Das ist am, um, bis und von bis. Und hier haben wir Fragen. Wir haben wann, das ist when, wie lange, how long, bis wann, till when, von wann bis wann, from when till when, I don't think you say it like this in English, but we do in German, und um wie viel Uhr, yeah, at which time. Und für diese Fragen brauchen wir diese Präpositionen. Und ich habe hier ein paar Beispiele. Bei der Frage wann können wir am oder um nehmen. Am ist für Wochentage, am Montag, am Dienstag, am Wochenende. Und um ist für Uhrzeit. Ja, also um 18 Uhr, um 10 Uhr. Um 12 Uhr, dann haben wir wie lange, how long. Hier haben wir drei Optionen. Ich kann sagen 2 Stunden, 3 Stunden, 5 Stunden, 10 Stunden oder von Montag bis Freitag oder von 7 bis 10 Uhr. Wie lange arbeitest du? How long do you work? Ich kann sagen 5 Stunden. Ich kann sagen von Montag bis Freitag. Oder ich kann sagen von 7 bis 15 Uhr. Ja? Dann haben wir die Frage bis wann? Till when or until when? I have to say, since I started these videos, I'm getting super self-conscious about my English. I think I do make some mistakes or maybe even a lot. I mean, if you're a native speaker and you notice me making the same mistake over and over again, I would highly appreciate you like writing a small comment on it, yeah? I might just have to take an English course myself again, yeah? Okay, aber zurück zu Deutsch. Also bis wann, till when or until when, I don't know. Bis Dienstag oder bis 13 Uhr. Bis wann, bis wann spielst du Fußball? Ja, da kann ich sagen, ich spiele Fußball bis 15 Uhr. Ja, bis Dienstag ist vielleicht ein bisschen komisch, aber bis wann arbeitest du? Ja, ich arbeite bis Samstag. Dann die Frage, von wann bis wann? Also from when till when. Diese Frage ist ein bisschen gleich mit wie lange. Ja, how long or from when till when is more or less the same. But you cannot answer this question with 2 hours. I think that's obvious. Yeah? If I ask from when till when do you work, then you cannot say 5 hours. Yeah, that's not the question. How long do you work? Ja, wie lange? Then you can say 5 hours. Also, von wann bis wann ist auch von Mittwoch bis Samstag oder von 12 bis 18.30 Uhr. Und die letzte Frage ist, um wie viel Uhr, ja, at which time, und hier ist die Antwort natürlich auch um, ja, also um 16.45 Uhr. So it's super useful to know these things because whenever you want to like
Speak about time, when you do what, or you want to know when somebody else does something, or how long something is open, or questions like this. You need these questions and you need these four prepositions for now. Of course, there are more, but for now, to keep it simple, A11, this is the stuff you need to know. Okay, im nächsten Schritt machen wir ein paar Beispiele. And I will also include you, so I will write some questions and then I will leave the prepositions open and we'll see whether you understood or not. Also, welche Präpositionen brauchen wir für die Fragen? Frage Nummer 1. Wann treffen wir Anna am Samstag? Treffen ist to meet. When do we meet Anna on Saturday? Brauchen wir am, um, bis oder von bis? Wir haben hier eine Uhrzeit und eine Uhrzeit ist immer um. Ja, wann treffen wir Anna am Samstag? Um 16 Uhr. Dann, wie lange hat der Supermarkt geöffnet? Ja, geöffnet haben auf Deutsch ist to be open. Also, wie lange hat der Supermarkt geöffnet? Geöffnet. Wir haben hier zwei Uhrzeiten. Was brauchen wir? Es gibt nur eine Option mit zwei von bis. Von bis. Wie lange hat der Supermarkt geöffnet? Von 7 Uhr bis 22 Uhr. Dann, wann gehen wir ins Kino? Wir haben hier Samstag, also einen Wochentag. Dann brauchen wir am. Wann gehen wir ins Kino? Am Samstag. Frage Nummer 4. Bis wann hat Aldi geöffnet? Und Aldi, I mean, those of you who come from Europe must know this. It's a quite cheap but also pretty nice supermarket from Germany. I think they're even the richest Germans. I'm not sure. They're for sure billionaires. There was a huge fight between them. Like there were two brothers and their dad basically created this supermarket, this chain of supermarkets. And then these two brothers, after the dad died, had a fight. So what they did is they chopped Germany in half. So we have Aldi Nord and Aldi Süd. So one brother got basically half of Germany. And now I think they are all over Europe. So most Europeans probably know the supermarket. Frage nochmal. Bis wann hat Aldi geöffnet? And you can see it already in the question. If we have bis wann, then the answer obviously is bis. Bis wann is till when? Till 8 o'clock. Frage Nummer 5. Von wann bis wann hast du Urlaub? Urlaub ist Holiday. Nochmal, von wann bis wann hast du Urlaub? Wir haben hier zwei Wochentage, Montag und Sonntag. Und ja, zwei Optionen, also von bis. Von Montag bis Sonntag. Und Frage Nummer 6. Wann kommt Peter zurück?
Und hier haben wir ein neues trennbares Verb, ja, which we learned in the last session. Und das Verb heißt zurückkommen. It's one verb. Zurückkommen, to come back. Also, wann kommt Peter zurück? Ja, remember that you chop off the first part and you put it at the end. Wann kommt Peter zurück? Wir haben hier einen Wochentag, also brauchen wir am. Ja? Am. Okay, so I guess that's not too hard. I, as always, have some exercises for you guys. They are similar to this one. And in the next step, I would like to find the proper question. So I will write some answers and then I would like you guys to think a couple of seconds and try to find the right question for the answers. So I will write like a complete answer and then you have to find like which question or which also question word do we need. So let's do it. Gut, hier haben wir jetzt die Antworten. Das ist eine Antwort, Antwort, Antwort. Noch mal ranschreiben. Das ist auf Deutsch die Antwort. Und jetzt suchen wir die Fragen. Die Antwort ist, er kommt um 19.30 Uhr. Und wie ist die Frage? My plan is to give you guys a couple of seconds to think about the question, so you might find it yourself. If you need a bit more time, just to make the video not super long, just click on pause. Yeah, click on pause, think about it a couple of seconds, and then if you find the answer, continue. Also, die Antwort ist, er kommt um 19.30 Uhr. Wie ist die Frage? Die Frage ist, wann, also wann kommt er? Er kommt um 19.30 Uhr. Dann Nummer zwei, das Museum ist von 14 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Wie ist die Frage? Die Frage ist, von wann bis wann oder wie lange? Ja, das geht auch. Von wann bis wann oder wie lange ist das Museum geöffnet? Ja, von wann bis wann ist das Museum geöffnet? Das Museum ist von 14 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Dann Frage Nummer 3. Der Supermarkt schließt, schließen ist to close, ja, das ist ein Verb, schließen, to close. Der Supermarkt schließt um 24 Uhr oder 0 Uhr. So that's two options, how we can say it. 24 Uhr oder 0 Uhr. Wie ist die Frage? Ja, es gibt auch wieder zwei Optionen. Wir können fragen, wann schließt der Supermarkt oder
Um wie viel Uhr? When or at which time? Also wir nehmen jetzt mal um wie viel Uhr? Ja? Um wie viel Uhr schließt der Supermarkt? Um wie viel Uhr schließt der Supermarkt? Der Supermarkt schließt um 24 Uhr oder 0 Uhr. Dann Frage Nummer 4. Wir fahren am Donnerstag nach Hamburg. Wie ist die Frage? Hier gibt es nur eine Option. Wann? Ja, also wann? Und jetzt die Antwort ist, wir fahren. Wie ist die Frage? Wann fahrt ihr? Und dann, ja, wir fahren. Ne? Wann fahrt ihr? Wir fahren. Also wann fahrt ihr nach Hamburg? Wann fahrt ihr nach Hamburg? Wir fahren am Donnerstag nach Hamburg. Und noch eine Frage, das ist also eine Antwort. Ich bleibe bis Samstag in Spanien. Bleiben ist to stay. Ich bleibe bis Samstag in Spanien. Wie ist die Frage? Wir haben schon ein bis in der Antwort, also ist die Frage, bis wann? Bis wann? Und jetzt können wir die Frage formell oder informell machen. So, this is just a small reminder that you still aware of the difference between formal and informal in German. So, how do we make this formal and how do we make this informal? Can you think about it a second? You can click pause again until I will write the two options. Informell, bis wann bleibst du? Formell, mit Respekt, bis wann bleiben Sie? Ja? Also, bis wann bleibst du? Oder formell, bleiben Sie. Ja, remember S, Capital S, also ein großes S in Spanien. Ja, bis wann bleibst du oder bleiben Sie in Spanien? Ich bleibe bis Samstag in Spanien. Gut, das war das Thema temporale Präpositionen. Jetzt gucken wir uns noch kurz an, wie das funktioniert, gehen plus Infinitiv. Ja, das ist etwas sehr Praktisches und sehr Einfaches, also das ist nicht schwer, das ist einfach. Und dann sind wir fertig. So, hier haben wir das Verb gehen plus Infinitiv. Infinitiv, I don't know if you know what this is basically the verb in its plain form, so not changed. So this here is also Infinitiv. Ja? Und hier haben wir ein paar Beispiele. Einkaufen, yeah, you remember, to go shopping, but not for clothes, for food, yeah, in a supermarket. Arbeiten. Tanzen, to dance. Spazieren, to go for a walk. Und trainieren,
That's obviously the same as in English. So again, I'm not super sure how this works in English. I think it's quite similar, that you can combine the verb go not with an infinitive, but I think in English it's the ing form. I go working. I go learning. Yeah, but again, I'm not 100% sure if this is correct or if this is often used in English. Sounds a bit weird to my ears. I don't know why. But in German, it's super common and it's super useful. So you can combine most verbs like activities with gehen plus infinitiv. So hier haben wir ein paar Beispiele. Ja, Beispiel Nummer 1. Er geht am Wochenende einkaufen. So you see that the infinitive always goes at the end. Yeah, there's no other option. So we have gehen, the verb, in second position as always, and then the infinitive at the end. Er geht am Wochenende einkaufen. Of course, you could also say, er kauft am Wochenende ein. Yeah, because einkaufen ist ein trennbares Verb. It's just, you have two options of saying it, basically. Yeah? But many Germans like to use this form. It's, I don't know if it's practical, but it's a bit more active. Yeah, it's hard to explain. It's more like a feeling thing, but yeah, Germans anyway use it a lot. So Nummer 2, hier habe ich eine Frage gemacht, yeah, for a change, so you don't forget how to make yes-no questions. So the verb goes in first position. Geht ihr morgen arbeiten? Do you go working tomorrow? Again, I'm not sure if this is correct. Auf Deutsch ist das richtig. So in German, that's correct. Yeah? In English, I'm just not sure. Geht ihr morgen arbeiten? Antwort, können wir sagen, ja, wir gehen morgen arbeiten. Oder nein, wir gehen morgen nicht arbeiten. Dann tanzen. Sie, eine Frau oder ein Mädchen, sie geht am Abend in die Disco tanzen. Dann spazieren. Am Morgen gehe ich gerne spazieren. So I like to go for a walk in the morning. Und what did I do here? I of course did this on purpose. Like what is different from this sentence to this sentence? Yeah, here we have this thing which is called inversion. So the verb stays in second position and the subject and the third position, they swap places. It's again, like this sentence, you could also say, ich gehe am Morgen gerne spazieren. They are like 100% the same. It's more like a style question sometimes. Yeah, I would say it's a bit better stylistically if you put not always the subject in first place. It sounds a bit boring after some time. So you can play a bit with the first and third position by swapping them. Also am Morgen gehe ich gerne spazieren. Dann das letzte. Sie gehen manchmal, sometimes, which you should know by now. Sie gehen manchmal ins Fitnessstudio trainieren. And yes, you see correct. Triple S. Yeah? That's how we Germans do it nowadays. It used to be different before the reform in 96, but now we have also Schifffahrt, which is like a trip with a ship, which also which has three F's as well. So because fitness has two S and studio has one, so we just put them all together. Kind of makes sense, huh? Doesn't it? So yeah, that's basically it. Yeah. Das war es für heute. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und viel Erfolg, yeah, a lot of success. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann, liebe Grüße, tschüss.